Mittlerweile ist doch klar, dass der September immer eine Unterperformance für Bitcoin dargestellt hat. Dafür aber der Oktober, November, Dezember, Q4 immer eine Überperformance eingeleitet worden ist. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, war es das schon? Ich meine, wenn ich mir die gestrigen Zahlen zu Bitcoin anschaue, dann sind das wunderbare Entwicklungen. Werden wir noch eine Unterperformance sehen, ist die erste Frage, die wir uns beschäftigen werden. Die zweite Frage ist, kam die Unterperformance, die im September ja schon historisch gesehen immer wieder kam? Das wird nochmal eine weitere Frage klären. Welche Events werden wir jetzt haben? Ich habe hierzu zwei extrem wichtige Events, die auch in den nächsten Tagen soweit kommen wird. Und natürlich, wie meine Strategie ausschaut, was ich gerade mache und was ich auch kaufe. Denn es ist mittlerweile wichtiger denn je, dass wir hier auf keinen Fall Geld hier auf diesem Markt verlieren, weil dieses Geld wird in den nächsten Zeiten, in den nächsten Monaten viel mehr wert sein, alleine weil wir ja in Q4 rein spekulieren wollen und weil wir insgesamt dahin kommen wollen. Dafür müssen wir aber den September erstmal hinter uns haben. Und die Unterperformance oder die Überperformance. All das im heutigen Video. Und wie immer lade ich dich herzlich ein hier auf meinem Kanal. Lass uns direkt starten. Nicht so lange gequatscht. Ich meine, die Entwicklung ist ja wunderbar. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, ist es das schon gewesen? Haben wir hier im September bereits die Unterperformance historisch gesehen bereits erlebt? Kommt sie noch? Und wie verhält sich das mit dem Bitcoin-Preis? Eine Sache müssen wir anerkennen. Historisch gesehen ist der September eben schlecht. Ich weiß, liebe Leute, ich weiß, die Geschichten, ja, werden sich nicht zu 100% wiederholen. Ich weiß aber auch, dass sie sich reimen. Und ich weiß auch, dass der Markt genau darüber Bescheid weiß. Wenn jeder Hans und Franz genau über diesen September redet, dann werden die Entscheidungen in eine Richtung getroffen, wo der Markt ja tief im Inneren schon alle Entscheidungen darauf auslegt, dass der September noch schlechter wird. Aber wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, dann stelle ich mir die Frage, ob es das schon gewesen war. Ich meine, wir haben ja hier am 6. September, ich meine, ist immer noch der September, gesehen, dass der Preis auf 52.000 runtergerutscht ist. Und ist das jetzt die Unterperformance gewesen oder nicht, ist natürlich die Frage der Fragen. Wir haben auch gestern eine starke Liquidierung gesehen von vielen Short-Positionen. Ich meine, ist nichts Unübliches, wenn der Bitcoin-Preis so nach oben pumpt, wirst du auf dem Weg nach oben sehr, sehr viele Liquidierungen auch hier soweit erleben. Für mich wird eines der wichtigsten Momente genau das hier auch darstellen. Das heißt, die Zinsentscheidungen, die in den nächsten, ich glaube, 8 oder 9 Tagen anstehen. Also, der Markt geht zu 75% davon aus, dass die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt werden. Und das ist auch ein Punkt, worüber der Markt auch hin spekulieren wird. Wir haben zwar einen Fear-and-Greed-Index von 33, also Angst ohne Ende, also der ganze Markt hat die Windeln bereits schon voll. Aber ich denke, das ist ja auch nur eine Statusaufnahme, wird sich relativ schnell ändern, sobald die Zinsentscheidungen runterkorrigiert werden, beziehungsweise die Zinsen gesenkt werden und dass der Markt relativ, ja, ich sage mal, gieriger auf diesen ganzen Crypto-Space blicken würde. Deswegen würde ich mich nicht von dieser Zahl beirren lassen, weil auch der Fear-and-Greed-Index ist meistens nur ein Ist-Stand. Wie aktuell jetzt der Markt sich fühlt und verhält, wird es anders sein, sobald die Zinsen gesenkt werden und auch ja, damit der Markt insgesamt viel, viel entspannter wirkt, weil ich meine, genau das ist es ja, was der Markt jetzt gerade will und heiß begehrt auch erwarten möchte, dass die Zinsen gesenkt werden. Ich meine, es ist gar nicht vorstellbar, das muss ich auch sagen, wenn die Zinsen gar nicht gesenkt werden, dann oder beziehungsweise erhöht werden, dann ja, würde der Bit, dann ja, dann würden wir unweigerlich den September sehen. Ja, der schlechte September würde unweigerlich sofort in diesem Preis Auswirkungen finden. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Zinsen erhöht werden. Also John Paulson muss halt schon einen richtig guten Grund dafür nennen, warum die Zinsen nicht gesenkt werden sollen. Und genau das ist ja das, worauf der Markt hin spekuliert. Und das hier wird insgesamt auch in der Geldmenge, in der Liquidität ebenfalls Anwendung finden, weil umso niedriger die Zinsen,
umso mehr günstigeres Geld hast du und umso investitionsfreudiger ist der Markt. So, wir haben auf der einen Seite die steigende Geldmenge, ja, das heißt, es wird gedruckt ohne Ende. Wir haben auf der anderen Seite günstiges Geld und insgesamt würde das uns dabei helfen, in den Spaßbereich reinzukommen. Das ist der Bereich hier oben. Also, wo wirklich hier wir Spaß haben, wo alles und jenes aufgeht, wo wir auch Geld verdienen und wo wir den Bärenmarkt hinter uns lassen, wird das der Bereich sein, wo wir hinkommen wollen. Wir haben, wie gesagt, auch den Fear and Greed Index. Mittlerweile haben alle Investoren die Windeln voll, aber ich würde mich davon nicht beirren lassen. Sobald die Zinsen gesenkt werden, könnte es natürlich auch anders aussehen. Muss ich aber auch sagen, es gibt immer wieder, wenn wir auf Bitcoin zu sprechen, immer wieder auch die historisch gesehene Erwartung, wann jetzt der nächste Bullenmarkt kommt. Ich meine, der Bullenmarkt ist ja das, worauf der Markt hin spekuliert. Aktuell befinden wir uns hier in dieser Linie und insgesamt historisch gesehen wird immer ein All-Time-High nach 480 Tagen erreicht und das wird im Sommer 2025 der Fall sein. Ich meine, wenn wir Sommer 2025 dann als Grundlage nehmen, soweit ich mich erinnern kann, werden 7 oder 9 Zinssenkungen oder könnten 9 oder 7 Zinssenkungen vorgenommen werden. Da schwebt mir eine Zahl im Hinterkopf und das könnte sogar dann auch mit den einzelnen Zinssenkungsentscheidungen zeitlich bis sogar zum Sommer 2025 passen, dass wir dort auch ein All-Time-High sehen könnten. Ich meine, mit der steigenden Geldmenge ist es noch ein weiterer Faktor, der das Ganze nochmal begünstigt. Meine Strategie ist wie folgt. Also wir haben in den nächsten 8 bis 9 Tagen die Zinsentscheide. Da werden alle Blicke drauf gerichtet werden. Dort entscheidet sich, ob wir günstigeres Geld bekommen oder nicht. Das heißt, wir werden bis dahin noch einen starken Fear and Greed Index sehen. Der Markt wird trotzdem die Hosen noch voller machen, sicherlich. Und sobald die Zinsen gekürzt werden, bin ich fester Meinung, dass wir den Pump nach oben sehen werden. Sollte irgendwas dazwischen kommen. Und ich meine, wir haben noch 9 Tage. Da kann noch sehr, sehr viel passieren. Weiß ich jetzt nicht, inwiefern wir diesen schlechteren September noch sehen könnten. War es das schon hier an dieser Stelle oder kommt der noch? Ich darf aber nicht vergessen, ich würde mich nicht von diesen Werten hier beeinflussen lassen, weil wir immer stärker werdende Ausschläge im RSI bei Bitcoin sehen. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit dem der Preis von 64 auf 52 fiel, war zu hoch. Und das zeigen diese On-Chain-Daten auch nochmal, dass der RSI zu schnell an dieser Stelle nach unten gerast ist. Würde ich jetzt auch nicht gerade ausschließen, dass wir innerhalb dieser 9 Tagen ebenfalls so eine Art Event sehen könnten. Also darauf müssen wir uns halt vorbereiten. Deswegen nimmt eure Hebel aus euren Position raus, nicht dass ihr liquidiert werdet, weil dieses Geld wird jetzt, was wir verdienen und behalten, wichtiger werden denn je, wenn wir auf die Zukunft hin von Bitcoin schauen. Nach wie vor will ich, wenn ihr eure Hebel rausgenommen habt, Folgendes vorschlagen. Und zwar werden wir auch wichtige Narrative haben, die für uns und für weiter werdende Märkte, Bullenmärkte in Anbetracht dessen, dass wir jetzt hier den Oktober, November, Dezember vor uns haben, die by the way immer wieder positiv sind, könnte es sein, dass Q4 Ende diesen Jahres extrem profitabel für uns sein wird. Deswegen Gelderhalt im September wichtig. Dafür Oktober, November, Dezember werden wir dann auch ordentlich Geld verdienen. Konzentriere ich mich auf folgende Narrative, Layer 1 Blockchains. Damit haben wir im Durchschnitt die besten Renditen eingefahren. Schaut einfach nach, wo die meiste Blockchain am besten genutzt wird. Darunter natürlich Ethereum, Solana. Wir haben mittlerweile Tooncoin, wir haben mittlerweile Casper, Near Protocol und so weiter. Schaut euch das einfach an. Sui ist gerade auch ganz heiß im Thema aktuell. Phantom mit der Migration auf S, also Sonic. Und. Schaut euch auf jeden Fall diese einzelnen Blockchains an. Umso häufiger mehr sie genutzt werden, umso profitabler sind sie. Waren Layer 1 Blockchains in der Vergangenheit immer eine Gelddruckmaschine. Habe ich jetzt in dieser Reihenfolge, konzentriere ich mich auf DeFi-Projekte, die bereits gute Gebühren einfahren. Damit würden wir nichts falsch machen, weil diese Protokolle insgesamt viel mehr Gebühren einfahren, als tatsächlich einige Unternehmen sich nur wünschen könnten. In dieser Reihenfolge weiterhin auch Real-World-Assets-Token müssen wir immer wieder einen Fokus haben, die aber auch dann Spot zu kaufen,
ohne Hebelposition, damit wir nicht liquidiert werden und zu guter Letzt auch die DePIN-Token. Ich denke, DePIN wird, wenn wir jetzt auf Krypto zu sprechen kommen, eines der wichtigsten Narrative werden. Ich denke, der Markt weiß noch nicht so richtig Bescheid, weil wir jetzt gerade auf Solana diesen ganzen Memecoin-Hype gesehen haben. Wird oder ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Markt dann irgendwann mal checkt, zu sagen, hey, Moment mal, warum investieren wir hier in irgendwelche Memecoins, die eigentlich gar keinen Use Case haben? Wäre DePIN eine einfache, logische Schlussfolgerung, weil sie einfach Konsensus mit Hardware und Blockchain miteinander vereint und dadurch auch Profite erzielen lässt. Ich meine, bestes Beispiel ist Helium. Helium schreibt aktuell so gute Gebühren, hat so gute On-Chain-Daten, stark wachsende Userbase und. Ich denke, das könnte als Beispiel dafür fungieren, auch nochmal aufzuzeigen, dass DePIN auch funktioniert und dass der Markt in so einen DePIN-Fieber hinübergehen könnte. Das nur meine Meinung. Wir müssen immer versuchen, so ein bisschen das Ganze aus Sicht der Masse zu betrachten und auch aus Sicht der normalen Krypto-Benutzer und User das Ganze zu sehen. Und ich darf das Ganze nicht irgendwie auf mich dann reproduzieren, weil ich natürlich viel tiefer am Markt unterwegs bin. Und ich muss das Ganze aus den Augen eines durchschnittlichen Krypto-Investors auch betrachten. Das ist nur meine Meinung. Ja? Wie ist deine Meinung? Schreib das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.